Hallihallöchen, meine Freunde, und damit herzlich willkommen zurück zu BeamNG Drive. Oh, ich bin hinterm Zaun. Hilfe, wie bin ich hinterm Zaun gekommen? Ich will nicht hinterm Zaun sein. Naja, gut. Ich habe mir gedacht, es wird mal wieder Zeit für Carjump Arena. Und zwar für die Rampe. High Striker ist auch nicht schlecht. Aber die Rampe ist am coolsten, finde ich. Wir nehmen die Rampe und dann lassen wir einfach mal ein paar verschiedene Autos runtersemmeln. Gameplay, erweiterte Funktionen. Optionen, Gameplay, erweiterte Funktionen aktivierst. Hä? Huch? Hab ich doch schon bestimmt, oder? Da muss ich mal schauen. Making Noise. Na los. Oh, durchsichtig. So, Optionen. Wo ist erweiterte? Sonstiges. Gameplay. Fahrzeugkollisionen deaktivieren. Was? Ja, Wettbewerbsbedingungen. Mehrspieler in dieser Sitzung nutzen. Display Multi-Seat Player Tags. ABS-Mode Realistic. Kupplungsassistent, Getriebe, Vorheizen, Bremsen. Fahrzeugmotoren vorgewärmt starten. Aha. Nee. Kollisionen deaktivieren. Dann gibt es wahrscheinlich gar keine Crashs. Naja, wollen wir nicht. Wir wollen ja, dass es ordentlich scheppert. So, mal gucken. Tesla nochmal fliegen lassen. Hier schön langsam. Und dann Vollgas. Mal gucken, jetzt sind wir ja deutlich schneller mit dem Tesla. Als noch zuvor. Oh ja, jetzt müssen wir eine gute Wertung hinkriegen. Oha! Uiuiui, okay, so weit kamen wir noch nie. Ach du Scheiße, der ist wirklich sehr schnell, der Tesla. Gut, Pause 1. Das Ganze nochmal. Und dann aber in Zeitlupe. So. Okay, 8-mal, 16-mal, 4-mal langsamer. Und dann machen wir gleich nochmal. Oh ja, der kommt gut. 8-mal, 16-mal. Und dann gleich noch 100-mal. So, dann möchte ich gerne in diese Kamera mir das Ganze von hier angucken. Au, da kommt er geflogen. Sieht cool aus. Gefällt mir diese Kamera. Kuckuck, ich stehe hier. Hallo. Oh, da kommt ein Auto geflogen. Ich laufe mal dahin. Lalalalalala. Hallo, Auto. Fliegst du über mich drüber, Auto? Lalalalalala. Lalalalala. Was? Beam Beer? Ich hätte gern ein Beam Beer. So, und Krawempft's. Ja, doch ziemlich platt. Krasse Saal. Nice. Also ich glaube, so hat auch noch nie jemand einen Crash-Test gesehen. So nah dran. Sogar durch. Juhu. Und Vollgas. Ei, ei, ei. Und wir landen im Wasser. Ja, yeah, perfekt. Sauber. Okay, das Ganze. Jetzt
mit dem Raketenboss. Wo ist der Raketenboss? Raketenboss Replace Current. Raketenboss. Raketenboss ist on the move. So, hier erstmal schön langsam. Und dann Raketenboss auf Vollgas. Mit Jatz, mit Yatto, Yatto Power. Ja, wie der halt einfach weiterfliegt. Ist dem völlig egal. Ist dem Bus völlig egal. So, das Ganze nochmal. Das ging einfach viel zu schnell. Das ging einfach viel zu schnell. Und Raketenpower. So, und Zeitlupe. 16-fach. Die Raketendüsen sind noch immer an. Aber wir kommen jetzt langsam auf den Boden. Beziehungsweise, nein. Nicht wirklich. Da fliegen sie weg, die Raketendüsen. Immer noch am Drehen. Und fliegen ganz weg. Okay, kranker Scheiß. So, nochmal das Ganze. Was passiert eigentlich bei dem Bus, wenn man rückwärts fährt? Und dann die Booster anmacht? Okay, die boosten einfach Vollgas. Ich stehe voll auf der Bremse. Auf allen Bremsen. Trotzdem 150. So, schnell gucken. Hier, Bus. Oh, die Scheibe ist schon kaputt. Oh nein. Oh, und jetzt kommt das Dach so langsam. Oh, jetzt ist auch die andere Scheibe gerade geplatzt. Oh, oh, ja. Schiebt den Bus ganz schön zusammen. Da geht schon irgendeine Klappe auf. Stoßstange. Jetzt kriegt er langsam Flug von der anderen Seite. Oh, da wird er gleich hart aufschlagen, glaube ich. Ja, jetzt hat er vorne wieder abgehoben. Kranke Raketendüsen. So, was passiert mit dem Rad? Oha. Das wickelt's da auch heftig rein. Da hinten scheppert's alles auseinander. Okay, Feuer haben wir auch schon. Mach mal wieder Normalgeschwindigkeit. Ja. Krass. Das sieht auch jedes Mal anders aus. Sehr cool. So, ich mache mal jetzt die Dinger an und dann aber unten wieder aus. Oh, jetzt kriegen wir aber einen guten Flug. Eieiei. Oh, der kommt heftig. Bams. Da schrumpft er quasi in den Boden rein. Zack. Den wickelt's einfach mal komplett flach auf den Boden runter. Und gleich klatscht er vorn auch noch mit voller Wucht runter. Dann schiebt sie ihn bestimmt auch noch zusammen. Flatsch.
krasse Sache. Und ins Wasser. Nee, nicht mal. Auf den, ja. Wie nennt sich das? Bademeisterturm. Okay, anderes Fahrzeug. Au, au, wir haben doch hier noch unseren EX. Den schnellen Overdrive. Mit 700 kW. Ist der falsch rum? Ah, okay, nee, ist richtig rum. Dachte gerade nur, der wäre falsch rum. Der hat eine komische Kameraperspektive. Hört sich an wie ein verrücktes UFO. Und kommt im Sand zu stehen. Ja. Okay, das muss auch anders gehen. Mal gucken, ob wir hier schon... Okay, nee. Oh, auch nicht schlecht. Das ist auch cool. Kommt der eigentlich hier wieder hoch? Krass, der hat so viel Power und heizt einfach hier wieder hoch. Coole Sache. Oh. Okay. Gut, ja. So war das nicht gedacht. Wie ist eigentlich hier die Innenansicht? Texture, achso, genau. So. Uiuiuiui. Okay, flump. Ja. Ziemlich eingeklemmt. Das geht noch besser. Das kriege ich noch besser hin. Also, Vollgas. Wie er halt voll schellt, obwohl er eigentlich gar nicht schalten müsste. Oh ja, das sieht gut aus. Fährt sogar noch. Sehr flach. Aber fährt sogar noch. So, nochmal. Oh, fährt er rückwärts genauso schnell? Sehr schön, wie der Tesla. Der verdrückt wird es auch genauso schnell. Ist nur sehr schwierig zu handhaben. Sehr schwierig in der Hand zu haben. So, jetzt wird es nur hier schwierig, gerade runterzufahren. Doch, geht. Geht erstaunlich gut. Das ist cool. Holla, die Waldfee. Da fliegt's aber rum. Das war geil. Das will ich nochmal probieren. Der hat übrigens eine sehr coole Farbe, muss man zugeben. So, würde übrigens beim Tesla auch gehen. Also ein Tesla könnte tatsächlich 250 rückwärts fahren, wenn er nicht abgeriegelt wäre. Denn das bringt der Elektromotor so mit sich. Okay, das war jetzt blöd. Obwohl, gar nicht so. Aber Motor läuft nicht mehr. Ne, Motor kaputt. So, nochmal rückwärts.
Das ist irgendwie lustig, rückwärts runterfahren. Der Sound ist halt irgendwie hässlich. So, jetzt versuche ich mal gerade zu bleiben. Oh, schön. Boing. Boing. Und bis ins Wasser. Wir haben es bis ins Wasser geschafft. Aber so mit Drehen ist trotzdem irgendwie cooler. Das heißt so. Und dann unten einmal kräftig rumdrehen. Schwupp. Okay, cool. Das will ich jetzt aber nochmal mit einem anderen probieren. Wen haben wir denn noch gar nicht so gequält? Ich glaube, den hier habe ich noch nie gefahren. Die komische Dingens da. Ich glaube, ich bin alle schon gefahren. Aber den können wir trotzdem mal fahren. Den hier. Obwohl, nee, lieber den hier. Den langsamen. Der ist dann auch nicht irgendwie versteift oder sowas. Ha, süß. Also die komische Taube müssen wir da auch noch runterschicken. Oh, was fliegt da weg? Motor überhitzt. Motor ist geplatzt. Da fliegen Radkappen weg. Oh, sauber. Okay, ich dachte, der kommt hier lebend raus. Bis nach hinten durch. Das ist auch eine gute Challenge. Versuchen. So. Versuchen, runterzufahren. Und unten quasi lebendig anzukommen. Fliegen die Radkappen. Das war der Motor. Und bremsen. Oh. Naja, eine kleine Rolle gemacht. Achso, Motor ist kaputt. Ich wollte gerade weiterfahren, aber ja, Motor ist kaputt. Ja, wir sind auf jeden Fall am Leben. So, das ist aber langweilig. Am Leben sein ist langweilig, sowas Blödes. Kann ich eigentlich hier durchfahren? Hihi. So, mal nochmal probieren. Da fliegen schon wieder die Radkappen. Was ist, wenn ich den Motor jetzt ausmache? Ah, verreckt trotzdem. Ist auch cool, so eine schöne Wand. Gibt auch eine schöne Matschespur. So, okay, gut, den genug gequält. Jetzt mal noch was Hohes, ein Jeep. Hier, ein Hopper. Hier, den großen, mit den fetten Rädern. Der müsste sich besonders gut machen für sowas. Im negativen Sinne. Den Climber. Ja, der ist so überhaupt nicht geeignet für sowas. Und zieht auch in eine Richtung. Oh, aber der hält sich erstaunlich gut in der Luft. Guck mal einer an.
Okay, gut. Ja, das Ende war jetzt nicht ganz so der Hit. Vielleicht kann ich den ja im Sand weiterfahren. Mal schauen, ob ich ihn bis runter in den Sand kriege. Oh, das war nicht so gut. Eieiei. Das ist ja doof. Okay, gut, dann nicht mit dem. Dann einen anderen. Den. Ne, dieses kleine Ding, wo ist es hier? Den da. Ja. Langsames kleines Krücklein. Quasi eine Ape. Eine Ape. So, Ape, zeig, was du kannst. Ich glaube, so schnell war die noch nie. Und das war's mit dem Motor. Uiuiui. Da ist gerade der Tank davon geflogen. Uiuiui. Da möchte ich nicht drin sitzen. Das Ding hat's ja gut zerlegt. So, kommt da noch der Tank geflogen? Ne, die Stücke liegen da. Okay, wir müssen schon wieder Folgenpause machen. Will doch noch ein bisschen. Mann. Was ist denn hier? Mauspad. Ach. Ich nehme mal so einen. Krankenwagen hier, Hatchback. Ne, ah, den normalen. Den Vanster. So. Und den auch noch mal rückwärts runterschippern lassen. So, mal gucken, was dem sein Motor sagt. Naja, ohne Probleme, wa? Oh, der hat eine sehr gute Flugbahn. Bam! Oh, ich mag das, so einen schönen Leitplanken-Einschlag. Wunderbar. Sehr gut. Ging fast zu gut aus. Deswegen schicken wir das ganze Ding mal rückwärts runter. Ganz schön schwerfällig hier umzudrehen. So, ich mag diese Rampe. Da kann man echt viel spielen. So, mal gucken, was der Motor dazu sagt. Gefällt ihm nicht so. Nee. Hui. Oh, knapp. Ja, geil. Ach was. Das war ja mehr als nur unspektakulär. Das geht nicht. So können wir das Ganze hier nicht enden lassen. Ein spektakuläres muss noch her. Ein Spektakulatius. Die Rampe ist cool, die ist gut zum Autos sehr gut beschleunigen. So, schön gerade, schön gerade. Oh, schade. Oh, und im Zaun hängen geblieben. Interessant. Hab ich jetzt auch noch nie gesehen. So, ich versuch's nochmal rückwärts. Mal schauen. So, da fliegt uns gleich wieder der Motor um die Ohren. Hui. Hui, hui.
Ja, aber gut unten angekommen. Mit nur leichten Blessuren. Aber ohne Motor. Interessant. So, ich versuche mal nochmal was. Und zwar einmal noch mit Handbremse. Geil. Eine schöne Dachlandung. Oh ja, wunderbar. Zack. Der Sand, der lupft dann immer wieder hoch. Sehr schön. Oh, Motor läuft trocken. Ach, weil er falsch rum war. Hat da nicht mal der Kühler was abgekriegt? Das ist ja cool. So, mal schauen. Ich komm mit. Da kommt ein Buschen geflogen. Ah, okay, jetzt ist der Motor kaputt. Ich stell den mal hier schnell hin. Und wir gehen einmal nach oben, und zwar mit dem hier. Der ist da ja ganz schön fix unterwegs. So. Der zieht da hoch wie nix. Oh. Und jetzt hängt er am Gas. Ich bin weg von der Tastatur. Gib weiter den Gas. Und hört gar nicht mehr auf. Nur wenn ich die Bremse drücke, kann ich hier den Motor ausmachen. Naja, so, meine Freunde, dann würde ich mal sagen, machen wir hier mal eine kleine Folgenpause. Und ich mache dann mal eine Aufnahmepause, denn ich muss noch schneiden. Oh, es ist schon halb vier. Darum sollte ich mich jetzt mal kümmern. So. Na, eins will ich noch. Das ist auch cool hier. Allrad. Wird es einem ziemlich schwindelig. Gut zu malen. So, einmal noch richtig schön irgendwo reinsammeln. Aber das war blöd. Das war auch blöd. Wie er halt abgeht wie Drecksau. So total übertrieben. So, hier. Bam! Schön mal reinsammeln. Und er läuft sogar noch. Der Reifen flattert. Naja, gut. So, mit diesen Bildern lassen wir es hier bei sein. Hier, oh, da hinten ist eine Tankstelle. Ich glaube, ich muss mir die Map hier auch nochmal ein bisschen genauer angucken. Ja, auf jeden Fall belassen wir es hierbei und sehen uns dann morgen wieder, wenn es wieder heißt Time to Play. Hier bei BeamNG Drive. Bis dahin macht's mir gut und vielen Dank fürs Zuschauen, meine Freunde. Beim Spielen hier. Mir beim Spielen zuschauen, wie ich Quatsch mache. Ist schon cool. Gut, bis dahin macht's mir gut. Ciao.